Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Ranch of Rivershine. Heute erwartet uns einiges. Wir machen weiter am zweiten Tag des Sommers im ersten Jahr. Ja, ich freue mich sehr, egal wo du eingeschaltet hast, egal ob auf Twitch oder auf YouTube. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an. Wir haben die Quest bei der Madeleine noch. Die muss ich dringend noch abgeben. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich total vergessen, tatsächlich. Total verschwitzt und das machen wir heute auf jeden Fall noch. Und ich muss wirklich mal gucken, dass ich diese Trainingsfutterzeugsel, dass ich die mal anbaue und ja, dass ich einfach meine Pferde schneller trainieren kann. Das wäre sehr, 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 sehr gut. Hi Selina, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Heute war es ein kleines bisschen chaotisch bei mir. Es war sehr, sehr anstrengend auf der Arbeit oder generell die ganze Woche war sehr, sehr anstrengend. Mein Kollege jetzt im Urlaub gewesen ist und da war unfassbar viel zu tun, auch außerhalb meiner normalen Aufgaben. Sachen, die ich eigentlich tatsächlich gar nicht mache und entsprechend war echt, echt richtig viel los. Und ja, heute die Tagesplanung noch ein bisschen über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte ich morgen zum Sport. Ich bin jetzt aber dann spontan heute zum Sport gegangen, deswegen jetzt erst so spät der Stream. Und ja, weil morgen einfach sehr, sehr viel Hausarbeit ansteht und dann hoffentlich Sonntag, Montag für mich auch mal richtiges Wochenende ist. Genau. So viel dazu. Deswegen auch heute ein bisschen kürzer der Stream. Ich meine, für diejenigen, wie gesagt, die Videos gucken, für euch ist es ja im Endeffekt sowieso egal. Ihr seht ja sowieso ein Video nach dem anderen. Aber für diejenigen, die jetzt auf Twitch dabei sind, wird es heute ein kleines bisschen kürzer. Aber dafür wird beim nächsten Mal wieder alles sehr, sehr umfangreich sein. Hi Selina. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Fohlen. Beziehungsweise, also wir wissen ja, wie Cash aussieht. Von daher wird es jetzt auch kein riesengroßer Unterschied sein im Vergleich zum Fohlen, wenn er jetzt erwachsen wird. Aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr. So, jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Was wollte ich heute nochmal trainieren? Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir mit Remedy machen wollten. Die Ausdauer muss ich ein bisschen hochbekommen. Warte mal, wie viel Potenzial hat sie noch? 18 nur noch. Okay, krass. Hi Alina, Hallöchen. Schön, dass du da bist, auch wenn es so kurz ist. Genau, kannst es dir ja nachher dann immer noch auf YouTube angucken. Wobei tatsächlich, das hier, das wird wahrscheinlich, ich bin mal gespannt, ob das passt. Könnt ihr mir, wenn ihr das auf YouTube schaut, ja mal schreiben, ob ich richtig geschätzt habe. Das sind jetzt so die Videos, die Ende Juni, Anfang Juli schon kommen müssten. Oder sogar noch ein bisschen. Ja, eher Anfang bis Mitte Juli. So krass weit sind wir einfach schon. Das ist echt heftig. Hi Irini, hi Linali. So, und ihr hört es schon, oder jetzt gerade kommt keine Musik, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, eine Playlist zusammenzustellen für Ranch of Rivershine. Auch dafür werde ich mir dieses Wochenende hoch in meiner freien Zeit mal ein bisschen Zeit dann nehmen, dass ich gucke, dass ich da halt auch mal was zusammenstelle, was, ja, vom Stil her ähnlich ist. Ey, was mache ich denn hier? Was vom Stil her ähnlich ist, dass es zum Spiel halt wirklich auch passt. Aber dass wir auch mal ein bisschen Abwechslung haben. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Aber die Musik, die ist halt auch schon irgendwie... Das ist halt echt so ein krasser Ohrwurm, finde ich. So. Was sagt jetzt die Energie? Was habe ich? Oh ja, 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 ja. Das reicht noch. Guck mal, erst 4 Punkte Potenzial, verbraucht 32 Ausdauer hat sie jetzt. Also es ist schon, die ist schon ganz gut dabei, ne? Also ich denke auch, wenn wir noch ein bisschen Speed trainieren, ich denke auf 40% Speed könnten wir sie tatsächlich bekommen. Auf Ausdauer ist gerade noch einer dazugekommen. Und warte mal, was wurde mir gesagt? Auf 50 Jump. Auf 50 Jump schaffen sie die nächste Höhe schon. Das heißt, da würden auch noch 3 Punkte fehlen. Ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Weil ich hier immer Jump mittrainiere, zumindest momentan noch.
Ich denke, wenn sie die 50% Jump erreicht hat, dann werde ich es sein lassen. Weil dann macht es eh keinen Sinn mehr, sie weiter zu trainieren. Noch eine Klasse höher. Kriegen wir sie nicht. Das heißt, dann werde ich zusehen, dass ich die Punkte eben nicht mehr in Springen setze, sondern halt wirklich in Speed und Ausdauer. Flexibility, muss ich sagen, finde ich bislang noch am unwichtigsten. Mal schauen, wann und ob sich das ändert. Ich habe jetzt bislang, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so unbedingt das Problem gehabt, irgendwo um die Kurven zu kommen. Und selbst bei den Parcours, wo es in der Demo mal ein bisschen enger wurde, also Rivershine, der fortgeschrittene Parcours, da muss man so ein bisschen gucken. Also selbst da ging es eigentlich auch so ganz gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Flexibility da mein bestes Pferd hatte. So, was haben wir denn jetzt? Springen 48%. Okay. Können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Wenn 50 erreicht ist und die nächste Stufe nicht erreicht werden kann, dann macht es nur Sinn zum Weitertrainieren, wenn man den Winkel erhöhen will vielleicht. Genau, das ist halt auch so, je mehr Prozentpunkte das Pferd hat, also es ist so ein gewisser Punkt, so eine gewisse Anzahl an Prozent, die benötigt wird, um eine gewisse Hindernishöhe zu überspringen. Und ansonsten, das, was man sonst noch verbessert, erhöht einfach den Winkel, aus welchem man ein Hindernis anreiten kann. Da muss man halt nicht mehr ganz so perfekt zu einem Sprung kommen, wie mit einem Pferd, was jetzt eher weniger begabt ist beim Springen. Dann kann man halt auch mal ein bisschen schräger anreiten. Das ist halt dann noch der Vorteil. So. Finde ich eigentlich auch ganz cool gelöst, muss ich sagen. Ich habe es letztens auch mit Linalimi schon mal unterhalten. Was ich mir halt auch noch wünsche, was ich auch mal auf dem Discord vorschlagen möchte, ich wünsche mir ja auch noch, dass es wirklich so richtige Springparcours gibt mit Steilsprüngen, Ochsen, Trippelbarren, Wassergraben und sowas, wo auch Stangen runterfallen können. Das ist mein großer Wunsch einfach für das Spiel. Und dann fände ich es zum Beispiel cool, dass man das so regelt, dass es hier halt auch noch einen gelben Punkt, also so einen gelben Bereich gibt, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit einprogrammiert wird, dass die Stange fällt oder liegen bleibt, aber zu 100% immer so ein Berührungssound quasi abgespielt wird. Wenn man im roten Bereich abspringt, dass dann immer die Stange fällt und grün natürlich dann immer drüber kommt. Das würde ich mir mal noch wünschen. Ich weiß es nicht, wie schwer das ist. Im Endeffekt braucht man ja nur für jede Art Sprung eine Animation. Man muss die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dann einprogrammieren, dass man sagt, mit der und der Wahrscheinlichkeit fällt halt die Stange, wenn man bei Gelb abspringt. Ich hoffe nicht, dass das so schwierig ist. Oder ich denke nicht, dass das so schwierig ist. Aber das werde ich auf jeden Fall mal reinschreiben. Genau, Jump haben wir jetzt so 50%. Das heißt, jetzt würde ich dann... Also, sie bekommt jetzt noch einen... Ja, einen Apfel kriegt sie noch. Vielleicht kriegen wir dann die restlichen 8% sogar noch weg. Und jetzt werde ich... Aber wenn wir Ausdauer machen, wenn wir jetzt auf Ausdauer gehen, dann ist auch die Energie schneller weg. Ich glaube, ich würde jetzt hier halt wirklich noch so ein bisschen im Arbeitsgalopp rumeiern. Wir könnten jetzt eigentlich mit Remedy, wenn wir jetzt eh im Arbeitsgalopp rumreiten wollen, könnten wir eigentlich jetzt mal zu Aisha reiten und bei ihr Saatgut kaufen für diese Futtermittel-Dingsies. Wobei ich auch noch nicht genau weiß, ob ich die jetzt schon anbauen will oder ob ich die erst anbauen möchte, wenn ich ein weiteres Feld habe. Ich bin mir unsicher. Schnigo, hi. Ich habe jetzt auch erst Zeit zu spielen, also passt der späte Stream voll gut zum Nebenbeischauen, was für ein Cozy Game echt eine gute Sache ist. Ja, also ich finde das total entspannt, bei einem Cozy Game mit anderen Leuten zu quatschen. Oh, da war noch was. Mit anderen Leuten zu quatschen oder selber dabei zu zocken. Ich mag das selber voll gerne. Hi Lea und hi Sammy. Ja, alles gut bei mir. War heute sehr, sehr stressig. Eine generell extrem stressige Woche. Ich bin einfach momentan nur noch froh, dass es endlich Wochenende ist. Und dann ja zum Glück auch ein etwas verlängertes Wochenende. Oh. Wurde Zeit, definitiv. Hast du auch das Problem, dass du aus den Pflanzen keine Samen mehr bekommst? Tatsächlich habe ich momentan auch, also tatsächlich kriege ich momentan auch sehr, sehr selten Samen raus.
vielleicht auch gar nicht mehr. Also am Anfang habe ich tatsächlich relativ viele Samen bekommen. Und jetzt kaum bis tatsächlich gar nicht. Ja. Wobei ich auch nicht mehr so viele Pflanzen eingesammelt habe in der letzten Zeit wie am Anfang. Weil ich einfach fast gefühlt nur noch Stroh kriege. Deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das jetzt ein Bug ist. Oder ob ich einfach, ob ich gerade einfach Pech habe. Das kann natürlich auch immer sein. Zum Beispiel Lenali hatte am Anfang, glaube ich, auch ziemlich wenig Samen rausbekommen aus den Pflanzen. Während ich tatsächlich am Anfang viel Glück gehabt habe. Ich habe mittlerweile den ersten Sommer durch und währenddessen kein einziges Saatgut bekommen. Das ist ja natürlich schon heftig. Also ich muss da auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. So, wo ist denn Aisha? Aisha ist da unten. Ja, dann können wir auch eben hinreiten. Ups. Ist denn schon Ende des Stresses in Sicht? Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Bei mir gibt es eigentlich nie Ende vom Stress. Von daher, ich habe immer Stress. Immer Stress und nur sehr, sehr wenig Zeit für mich. So. Gut, dann hüpfen wir jetzt mal da rein. Ach, guck, da ist er ja schon. Stopp, halt, warte auf uns. Wir wollen dir was verkaufen. Nein, wir wollen, ja doch, was verkaufen können wir ja auch. Zack. Davon verkaufe ich auch mal wieder ein bisschen was. Davon können wir, da können wir auch auf 30 eigentlich runtergehen, ganz ehrlich. Wir finden so viel von dem Zeug. Möhrchen verkaufe ich auch mal, bis ich auf 30 runter bin. Da kriegen wir auch viel von. Huch, dann waren das aber zu viele. So, und jetzt Purchase. Boah, wartet mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Was sind denn die Sachen? Boah, ich weiß gerade gar nicht. Was muss ich denn? Was ist denn das, was bringt? Hier oben die Sachen, ne? Ich glaube, Korn, Barley, Wheat und Milo bringt Verbesserungen, oder? Hi. Hi, Just Me Life. Ich hatte anfangs ganz wenig Saat und erst so im Sommer, Herbst wurde es bei mir mehr. Das ist, glaube ich, wirklich einfach eine Glückssache. Hi, Sonne. Ich kaufe jetzt einfach mal von allem eins. Warte mal, was habe ich denn jetzt gekauft? Barley habe ich nicht gekauft. Kaufen wir auch. Wir kriegen ja einiges. Muss man ja schon sagen. Wir kriegen ja von einem Mal Ernten, kriegen wir ja einiges raus. Milo bringt Flexibility, Wheat bringt Jump, Barley Endurance und Corn Speed, glaube ich. Ja, okay. Dann habe ich auf jeden Fall die richtigen Sachen gekauft. Im Endeffekt ist es auch egal, was bringt. Hauptsache, wir können von allem was anpflanzen, was das Training erleichtert. Weil ich denke, gerade wenn wir demnächst Cash trainieren wollen. Obwohl, nee, bei Cash macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn. Der hat zwar 100% Potenzial, die wir verbrauchen können. Aber wir haben 14 Tage Zeit dafür, diese 100% Potenzial zu verbrauchen. Das kriegen wir hin. Da bin ich, naja, ich reite mal nicht ganz so weit weg. Da bin ich positiver Dinge, dass wir das hinkriegen. Das wirklich auszutrainieren. Ich glaube, ich würde das Futter eher an die Pferde verfüttern, die ich später kaufe und die sowieso schon Young Adults sind. Das heißt, sie jeden Tag einen Punkt verlieren. Ich glaube, das ist sinnvoller. Hast du gerade wirklich Saat gekauft oder das Futter direkt? Kann auch sein, ich habe gerade das Futter direkt gekauft. Kann auch sein. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich, aber okay, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich glaube, ich pflanze das tatsächlich erst dann an, wenn ich mehr Felder habe.
Momentan habe ich ja nur die 6 Stück. Aber ich weiß gerade nicht, was ich als erstes kaufe. Ob ich als erstes die Erweiterung fürs Feld kaufen soll? Nein, dann hat sie morgen noch 4 Potential übrig. Ob ich morgen als erstes die Erweiterung oder ob ich als erstes die Erweiterung fürs Feld kaufen soll oder ob ich als erstes die oder ob ich als erstes den noch größeren Stall kaufe, weil ich meine, 4 Boxen sind jetzt halt auch nicht so viel. Ja, oder ich meine die Erwachsenen. Stimmt, die jungen Erwachsenen verlieren ja nicht. Also von daher ist es sinniger, den Adults, den erwachsenen Pferden, das Futter zu füttern. Weil, wie gesagt, in 14 Tagen, wir sind ja 14 Tage junge Erwachsene. In der Zeit sollte man, denke ich, schon die 100% wirklich wegtrainiert bekommen, wenn man sich jeden Tag darauf fokussiert, die 125% Energie zu investieren. Also die 100%, die es eh hat, plus die 25% durch einen Apfel. Das sollte reichen. Es gibt ja auch Futter mit noch mehr Energie, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich würde erst den größeren Stall kaufen. Ja, das denke ich nämlich auch. So, jetzt können wir Remedy schon auf die Wiese schicken. Das ist nicht schlimm, wenn sie nicht mit der vollen Energie dann morgen ready ist. Das ist nicht tragisch, weil das bisschen Potenzial, was sie noch hat, das kriegen wir auch so mit 75% Energie austrainiert. Das ist kein Problem. Hi, Marco. Oha, hier. Skitzelig, der kleine Kerl.